Ja, fast jeden Tag gibt es neue Corona-Regeln. Haben Sie noch den Überblick? Wissen Sie noch, was für Sie gilt? Wir wollen da helfen. Wir haben Sie, liebe Zuschauer, gefragt, schicken Sie uns Ihre Corona-Frage. Und in dieser Schwerpunktsendung werden wir sie beantworten mit drei Experten. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie, darf ich draußen bald nur noch mit Maske Sport machen? Was holt sich der Staat von meiner Corona-Soforthilfe durch die Steuer am Ende zurück? Und wohin darf ich überhaupt noch reisen? Alles das wollen wir klären in dieser Schwerpunktsendung. Es geht ihr um Ihr Geld. Ja, schön, dass Sie reingeklickt haben. Herzlich willkommen zu dieser Schwerpunktsendung. Wir wollen über Ihr Geld sprechen. Wir wollen aber natürlich auch über die Corona-Regeln sprechen. Und Sie haben uns wirklich sehr, sehr viele Fragen geschickt. Und die wollen wir in dieser Sondersendung klären. Und ich habe mir gleich drei Experten besorgt. Da haben wir zum einen aus Würzburg zugeschaltet. Da ist er, Arndt Kempkens, unser Rechtsanwalt, ein ganz bekanntes Gesicht in dieser Sendung. Hallo, Herr Kempkens. Hallo nach Berlin. Und ich bin hier umschwärmt von Marienkäfern. Ja, also irgendwie scheint, ich stehe hier in den Weinbergen von Würzburg, im Würzburger Stein. Das ist so ein ganz beliebtes und bekanntes Weinanbaugebiet. Und hier fliegen jetzt die Marienkäfer rum. Das war mir eigentlich unbekannt, dass sie zu dieser Jahreszeit noch fliegen. Aber das ist hier echt der Fall. Und ich bin hier ziemlich umschwärmt. Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn Sie da Hilfe brauchen. Dafür gibt es diese Sendung. Wir helfen natürlich dann auch Ihnen mit den Marienkäfern. Dann die zweite Expertin, Nicole Mutschke, kennen wir auch aus Bielefeld, unsere Rechtsanwältin. Hallo Frau Mutschke, Grüße nach Bielefeld. Hallo, ich sitze ganz normal im Büro, also bei mir keine Marienkäfer, alles ganz ruhig. Und alles in guter klimatischer Verfassung. Und wir schalten auch noch nach Hamburg, nämlich zu Oliver Kosanke. Er ist Steuerberater und es geht auch um Steuer, es geht auch um Ihr Geld. Und da ist er unser Fachmann dieser Sendung. Hallo, Herr Kosanke. Hallo, ich grüße Sie. Ja, und er sitzt auch im Büro. Dann wollen wir gleich loslegen. Und zwar, wir kommen zu einer wirklich spannenden Frage, die wir auch im Video haben. Beuth Papport aus Weihe in Niedersachsen fragt, ich muss privat etwas aus Holland abholen. Die Region ist in den Niederlanden ein Risikogebiet und wir schauen in sein Video. Ich muss am Samstag für circa eine Stunde in den Niederlanden in ein Risikogebiet einreisen, dort etwas privat abzuholen. Muss ich mich danach in Quarantäne begeben? Muss ich mich danach prüfen lassen? Im Inland reist man jeden Tag in ein Risikogebiet. Dort muss man es nur, wenn man beherbergt wird. Gilt das fürs Ausland auch? Leider findet man da zu wenig bis gar keine Informationen. Ich bedanke mich für eure Hilfe. Wir beantworten einfach die Frage. Nicole Mutschke, wie ist das, wenn ich jetzt aus einem Risikogebiet wieder nach Deutschland einreise? Muss ich da tatsächlich in Quarantäne? Ja, als erstes ist natürlich der Blick auf die Seite des Robert-Koch-Instituts angezeigt. Also da wird für Deutschland ausgewiesen, was wir als Risikogebiet ansehen. Also nicht die Niederlande sind da entscheidend, was die quasi intern als Risikogebiet haben, sondern wir beim Robert-Koch-Institut. Ja, und dann gibt es sozusagen zwei Blickrichtungen. Einmal die Frage, muss ich einen Corona-Test machen? Und der zweite Punkt ist dann, muss ich in Quarantäne? Gott sei Dank, die bundeseinheitliche Regelung des Corona-Tests, die verweist da quasi auf die Quarantäneordnung und sagt, wenn das da quasi Ausnahmen gibt, dann gibt es auch keinen Corona-Test. Und für Niedersachsen gibt es wie für alle Bundesländer sogenannte Corona-Einreiseverordnungen. Und da hat sozusagen der Mann Glück. Es gibt für diesen Fall eine echte Ausnahme, wenn man weniger als 48 Stunden im Risikogebiet ist. So regelt es Niedersachsen. Dann muss ich nicht in Quarantäne. Und das gilt nicht nur für Niedersachsen, sondern das haben tatsächlich die allermeisten Bundesländer so oder ganz ähnlich geregelt. Also sprich, da hilft immer der Blick in die einzelnen Verordnungen. Und meistens gibt es dafür Kurzaufenthalte, richtige Sonderregelungen. Also 48 Stunden heißt ja, das reicht dann auch für einen Shoppingbummel vielleicht im benachbarten Ausland. Muss ich dann, eine Übernachtung ist wahrscheinlich dann sogar gestattet. Wie weiß ich das am Ende nach, dass ich nur sehr kurz im Ausland war?
Ja, da hilft sozusagen gerne ein Zeuge, wenn Sie irgendwelche Unterlagen haben. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass eben auch die unterschiedlichen Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben. Man muss da wirklich aufpassen, wie hoch die Anforderungen sind. Also bei Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da müsste man sogar einen expliziten Antrag auf Befreiung stellen. Also sprich, da wird die Hürde dessen, dass man quasi nicht in Quarantäne muss, noch ein bisschen höher sein dessen, was man da vielleicht vorlegen muss. Alles klar. Wir kommen zur nächsten Zuschauerfrage. Die kommt von Willi Jung. Er ist 83 Jahre alt und lebt in Bayern. Er sagt, wenn ich am Montag aus der stationären Krankenhausbehandlung nach Hause entlassen werde, muss ich da in Quarantäne? Und diese Krankenhausbehandlung findet in einer Seniorenwohnanlage statt. Und tatsächlich wissen wir natürlich, dass Seniorenwohnanlagen da auch besonders abgeriegelt sind. Frau Mutschke, was sagen Sie diesem Zuschauer? Ja, tatsächlich gibt es für Bayern eine sogenannte Handlungsempfehlung, auch genau für diesen Fall. Also wenn man aus einem Krankenhaus zurück in die Pflegeeinrichtung kommt, und da gibt es in dieser Handlungsempfehlung ziemlich genaue Vorgaben. Also man guckt erstmal, wie hoch ist der Schutz im Krankenhaus gewesen. Dann ist auch ein Corona-Test durchaus vorgesehen. Ja, und dann kann es tatsächlich sogenannte protektive Pflege- und Betreuungsmaßnahmen geben. Das ist so ein bisschen Separierung vom Rest des Pflegeheims. Die können auch 14 Tage dauern, eben je nachdem, wie weit vielleicht auch schon eine Separierung im Rahmen des Krankenhauses möglich ist. Aber ich sage es auch direkt dazu, ob diese Handlungsempfehlung wirklich wirksam ist, das kann man sich zurzeit fragen, denn ganz aktuell gibt es natürlich auch Gerichte, die so etwas überprüfen, und eine ähnliche, ja, Handlungsempfehlung ist es da nicht, sondern eine Allgemeinverfügung. Die gibt es auch für Nordrhein-Westfalen, also es ist nicht in Bayern das einzige Bundesland. Und da hat das Verwaltungsgericht Minden gerade gesagt, die Allgemeinverfügung ist rechtlich nicht haltbar, also unwirksam. Ja, also wirklich ganz aktuelle Infos von Nicole Mutschke. Vielen Dank, dass Sie in dieser Sendung waren. Wir kommen gleich zum steuerlichen Teil und kommen zu unserem nächsten Experten. Aber erstmal vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit unserem Steuerberater, Herr Kosanke, hört zu. Nämlich Marion K. aus Hamburg fragt, ich habe im Mai Soforthilfe vom Staat erhalten. Was holt sich der Staat am Ende durch die Steuer davon wieder zurück? Also wenn es sich um die erste Hilfe handelt, die im Zuge der Corona-Krise bezahlt worden ist, und davon gehe ich aus, weil sie es im Mai schon bekommen hat, dann holt sich normalerweise der Staat davon nichts zurück. Es ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss, wenn, und das muss man ein bisschen einschränkend sagen, wenn das Geld auch so verwendet wurde, wie es zu verwenden ist. Das ist genau das Problem, gerade bei, ich sag mal, Solo-Selbstständigen werden die heute genannt, dürfen zum Beispiel davon keine privaten Lebenshaltungskosten bezahlt werden. Aber das ist eben leider oft der Fall. Auf der anderen Seite wird es auch so sein, nicht alle Bescheide werden überprüft werden. Es werden wahrscheinlich stichprobenartig, die Leute überprüft, die es in Anspruch genommen haben. Und dann muss der Bescheid erst zurückgezogen werden. Also, aber grundsätzlich ist dieser Zuschuss, der im Mai ausgezahlt worden ist, nicht rückzahlbar. Das heißt, kann es denn sein, dass das irgendwie besteuert werden muss? Oder wie sehen Sie es generell, wenn ich halt Zuschüsse erhalten habe, vielleicht auch als Gewerbetreibender, muss ich dann am Ende mehr Steuern zahlen? Naja, Sie haben die Zuschüsse ja bezahlt, weil Sie ja Umsatzeinbußen haben und die Kosten damit ausgleichen. Also ist auch ein steuerbarer Zuschuss, der ist also nicht, ich sage mal, neutral. Er muss ja versteuert werden, aber man geht natürlich davon aus, dass er ja Einnahmen ersetzt und dass dann die Steuer auf keinen Fall höher ist, als wenn jetzt die Corona-Krise nicht gewesen ist. Aber es ist richtig, es gibt auch Fälle, wo sozusagen dann trotzdem hinterher im Laufe des Jahres die Umsätze wieder gestiegen sind. Und dann kann natürlich der Zuschuss dazu führen, dass vielleicht am Ende mehr Steuern bezahlt werden. Aber das wusste man damals nicht. Also insofern denke ich, das ist auch fair. Absolut sehr wichtige Infos von unserem Bild-Steuerberater. Vielen Dank, Kosanke, und Grüße nach Hamburg. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Reisen in Zeiten von Corona ist wirklich monsterkompliziert. Und da kommen wir zum nächsten Zuschauerfall. Nämlich unsere Zuschauerin Julia Reimann aus Berlin hat uns dazu ein Video geschickt. Wir haben Tickets für eine Fahrt nach Hamburg. Die Fahrt beginnt in Berlin. Das ist ein Familienbesuch. Mich würde interessieren, ob wir die Möglichkeit haben, überhaupt mit dem Zug nach Hamburg zu fahren oder ob der Zug uns die Mitnahme verweigern kann in irgendeiner Form. Und wenn das so ist, bekommen wir dann die Kosten bei der Deutschen Bahn zurückerstattet, auch wenn wir Tickets ohne Stornierungsoption gebucht haben.
Ja, wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Das fragen sich wirklich sehr viele Zuschauer. Unser Mann für solche kniffligen Fragen ist Arndt Kempkens. Was sagen Sie zu diesem Fall, zu dieser Frage? Also keine Leistung, keine Gegenleistung. Bedeutet, wenn die Bahn jemand nicht mitnehmen will, warum auch immer, gibt es eben Geld zurück. Ganz unabhängig von den Storno-Möglichkeiten. Storno-Möglichkeiten beziehen sich ja sozusagen auf den freiwilligen Rücktritt. Ich möchte eine Reise nicht antreten und möchte selber den Vertrag kündigen, also stornieren. Dann muss ich eben etwas Abschläge hinnehmen. Wenn aber die Bahn sagt, wir nehmen dich nicht mit, weil du aus einem bestimmten Risikogebiet kommst, dann gibt es volles Geld zurück. Also ich habe das Thema auch selbst mit der Bahn geklärt. Tatsächlich, wenn ich einen super Sparpreis gebucht habe und ich fahre nicht und die Bahn ist nicht dran schuld, dann muss ich dieses Geld leider in den Wind schießen. Was anderes ist es natürlich, wenn ich Sparpreis gebucht habe, dann bekomme ich immerhin mein Geld zurück, abzüglich von 10 Euro. Also tatsächlich, wer jetzt Angst hat zu reisen und hat den super Sparpreis gebucht, der hat natürlich jetzt tatsächlich sein Geld verloren. Wir kommen zu einem nächsten spannenden Reisethema. Unsere Zuschauerin Sophie Petzke, man kann es kaum glauben, möchte im Dezember eine Weltreise starten. Und darüber müssen wir sprechen. Hallo Frau Petzke, Sie sind uns jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo. Frau Petzke, Sie sind wahrscheinlich die einzige Frau in Deutschland, die jetzt eine Weltreise plant. Wie kommen Sie darauf jetzt? Ja, also ich habe die Weltreise schon Anfang des Jahres geplant, wo Corona eigentlich noch nicht so präsent war. Jetzt ist es natürlich im Laufe des Jahres dazu gekommen, dass es halt immer schlimmer wurde. Teilweise wurde es in manchen Ländern besser und teilweise halt nicht. Jetzt hatte ich aber schon meinen Job gekündigt und dachte mir auch, jetzt gibt es kein Zurück mehr und man muss ja auch in der Pandemie irgendwie lernen, damit umzugehen oder wissen, wie man sich am besten helfen kann. Also ich habe jetzt erstmal meinen ersten Stopp nach Dubai gebucht. Dort komme ich mit einem negativen Corona-Test auch hin. Und von dort aus möchte ich gerne nach Sansibar. Da müsste ich halt nochmal einen negativen Covid-Test in Dubai machen lassen. Aber es ist grundsätzlich möglich, weiterhin zu reisen. Und ich bin der Meinung, man weiß nicht, wie lange das Ganze noch andauert und man weiß natürlich auch nicht, inwieweit die Tourismusbranche jetzt dadurch geschädigt wird und ob es überhaupt jemals wieder möglich sein wird, normal zu reisen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt oder nie. Ja, das ist bestimmt ganz gut. Müssen wir aber besprechen. Wir müssen dazu sagen, Sie haben auch in Deutschland schon quasi alle Zelte abgebrochen. Sie haben Ihren Job gekündigt. Arndt Kempkens, wir staunen ein bisschen, aber natürlich, man kann immer noch reisen, fragt sich nur wohin, oder? Also das sind ja keine Reiseverbote, die ausgesprochen wurden, auch seitens der deutschen Behörden oder auch seitens der ausländischen Behörden. Die meisten ausländischen Behörden lassen trotzdem mit einem negativen Test die Reisenden einreisen. Da muss man also genau sehen, welche Reisen möchte ich machen, welche Länder möchte ich besichtigen und welche Länder möchte ich erleben und welche Einreisebeschränkungen haben die. Das ist in jedem Land etwas anders. Mit einem Negativtest kommt man fast überall weiter. Und das ist natürlich ein gewisses Wagnis. Und wenn man dann eben mit diesem Negativtest auch nicht mitgenommen wird, also seitens des Anbieters der Fluggesellschaft beispielsweise, der Flug dann storniert wird, bekommt man sein Geld zurück. Wenn man aber selber irgendwie diese Voraussetzung eben nicht schafft, diesen Test beispielsweise nicht pünktlich vorlegen kann, dann ist man quasi selber so ein bisschen schuld, muss da ein bisschen mithaften, dann bekommt man sein Geld nicht zurück. Was kostet denn die Weltreise? Was haben Sie denn da angespart? Also momentan habe ich 6.000 Euro beiseite gespart und verkaufe jetzt auch mein ganzes Mobiliar und die Kaution der Wohnung bekomme ich natürlich auch zurück. Ich hoffe, dass ich am Ende so mit 10.000 Euro starten kann. Und dann hoffe ich auch teilweise, dass das Work and Travel vielleicht im Laufe des Jahres möglich ist oder Anfang nächsten Jahres, dass man halt so vielleicht noch etwas dazu sparen kann, um davon zu leben. Aber natürlich muss man da bei der Reiseplanung sehr, sehr vorsichtig sein. Tatsächlich, Sie haben es gesagt, Dubai geht, Sansibar möglicherweise auch. Aber Sie müssen halt immer irgendwie gucken, ob Sie da wirklich noch einreisen dürfen. Haben Sie alle Tickets denn schon gebucht? Also das Ticket nach Dubai ist schon gebucht. Ich habe auch eine Zwischenlandung in Istanbul und bis jetzt klappt auch alles reibungslos. Ich habe auch von der Fluggesellschaft noch keine Hinweise bekommen, dass der Flug gecancelt werden sollte. Ich brauche nur einen negativen Covid-Test
und dann auch noch eine Auslandskrankenversicherung. Das beides verlangen die und dann ist die Mitreise auf jeden Fall gewährt und die Einreise in Dubai ist auch ohne Probleme dann möglich. Also wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, auch wenn natürlich jeder Covid-Test auch wieder eine Stange Geld kostet. Ann Kempkens, was sagen Sie? Bitte jede Menge Gesichtsmasken mitnehmen, nicht? Und das ist wichtig, denn diesen vor Ort, wie wir so international gehört haben, etwas vergriffen. Die bekommen wir nicht immer. Also bitte unbedingt ein paar noch mit ins Gepäck nehmen. Und die kann man zur Not auch verkaufen, wenn es bei der Urlaubskasse eng wird. Noch ein ganz heißer Tipp von unserem Anwalt. Alles klar, wir wünschen Ihnen alles Gute. Kommen Sie heil wieder, lassen Sie mal was von sich hören. Vielleicht können wir Sie auch mal zuschalten von dem einen anderen Ecke dieser Welt. Und da freuen wir uns dann auf Ihren Bericht. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Zuschauerfrage. Und zwar, die kommt im Video von Dennis Gesell aus Zürich. Hallo und grüezi aus der Schweiz. Ich habe eine Frage. Und zwar, wegen der steigenden Corona-Zahlen in der Schweiz, kommt dieses Land in Deutschland auf die Risikoliste? Danke und schönen Tag euch. Tschüss. Ja, also tatsächlich auch Zuschauer in der Schweiz schauen uns zu. Arne Kempkens, ich reiche die Frage gleich mal weiter. Ja. Ich kann dir an die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Und zwar 24.10. Mitternacht wird die Schweiz auch als Risikogebiet eingestuft, beziehungsweise diese Voreinstufung ist jetzt schon vorgenommen. Da haben wir noch so eine Anlauffrist sozusagen, aber ab da gilt das eben auch für die Schweiz. Meine Frage, wird das denn dann genau kontrolliert? Muss ich dann praktisch bei der Einreise in die Schweiz, da weiß man ja, da muss man auch immer noch seinen Perso vorzeigen, wird das da kontrolliert oder kann ich da mich da irgendwie so durchschummeln? Also man wird sich an vielen Stellen durchschummeln können, das ist klar. Also es gibt natürlich keine flächendeckende Kontrolle, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass man diese Regeln quasi freiwillig einhalten muss. Und wenn man es nicht tut, sich sozusagen an der Grenze vorbeischleust und eben die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift, wenn man aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist oder natürlich auch umgekehrt, dann riskiert man Geldbußen. Und das kann ganz schön teuer werden. In Deutschland beispielsweise bis zu 25.000 Euro. Üblich sind so bis zu 500 Euro. Das ist von Bundesland zu Bundesland etwas anders. Aber das ist so der Wert. Also das kann ganz schön teuer werden. Ich rate dringend davon ab. Auch ganz wichtige Botschaft in dieser Sendung. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, die Sperrstunde, die überall um sich greift. Die einen haben dafür Verständnis, für andere ist es existenzbedrohend. Zum Beispiel für einen Hamburger Swingerclub und der will jetzt dagegen klagen. Das Equinox in Hamburg ist der größte Swingerclub Deutschlands, das sagt zumindest der Betreiber. Vor Corona hatten dort jedes Wochenende rund 200 Leute Spaß außerhalb der eigenen vier Wände. Die Gäste sollen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren alt sein und aus allen Schichten kommen. Doch dann kam Corona und der erste Shutdown. Nachdem es erste Lockerungen gab, hat der Betreiber ein Hygienekonzept vorgelegt. Nach dem Lockdown hatten wir die Möglichkeit, wieder zu eröffnen. Wir mussten ein Hygienekonzept vorlegen über einen Rechtsanwalt, was viel Geld gekostet hat. Dementsprechend durften wir nicht mehr alles aufmachen. Wir durften nur 100 Leute da haben, so viele wie wir Plätze haben. Wir konnten zwar kein Tanzen mehr anbieten oder Gruppensex war auch nicht mehr möglich, aber es ist halt immer noch besser, als jedes Wochenende auf irgendwelchen illegalen Partys zu gehen, die in Hamburg stattfinden mit bis zu 50 Leuten, wo dann halt gar keine Kontrollen sind. Das lief auch monatelang ganz gut. Die Polizei kam häufiger vorbei, um die Auflagen zu kontrollieren und es gab nichts zu beanstanden. Doch nun, mit der in Hamburg verordneten Sperrstunde ab 23 Uhr, kommt der Swingerclub nicht zurecht. Denn eigentlich werden hier erst um 22 Uhr die Türen geöffnet. Also ich versuche mit der Klage zu erreichen, dass die Sperrstunde aufgehoben wird. Wir haben ein vernünftiges Hygienekonzept, das wurde so akzeptiert. Die Polizei hatte Kontrollen vorgenommen, wir hatten keine Beanstandung. Und dementsprechend sollte es für uns auch noch möglich sein, weiter geöffnet zu haben. Wie kann es nun weitergehen? Diese Frage stellt sich der Betreiber. Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Da ist natürlich liegt die Frage auf der Hand. Und zwar, ja, bringt das was? Bringt es was, wenn ich praktisch dagegen klage, Ann Kempkens?
Also ich würde vorsichtshalber zweigleisig fahren. Das passt ja auch zum Swingerclub eigentlich ganz gut, dass ich sozusagen auf verschiedene Möglichkeiten mich vorbereite. Punkt 1, man sollte unbedingt ein neues Konzept überlegen. Vielleicht früher eröffnen, den Laden früher eröffnen, dass man vielleicht die Swingerzeit etwas vorverlegt und nicht nur in den Abend, sondern vielleicht schon in den Nachmittag. Wir haben das ja schon erlebt, auch an anderen Swingerclubs, die beispielsweise so ein Biergartenkonzept eröffnet haben. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, natürlich der Rechtsweg. Da kann man einstweilige Verfügungen erwirken. Und im Moment haben wir ja in den letzten Tagen, Wochen erlebt, dass da auch einiges positiv ausgegangen ist. Und weil einfach da so die Frage der Verhältnismäßigkeit zu klären ist, weil es stehen Existenzen auf dem Spiel. Und da muss natürlich ganz genau geschaut werden, was ist jetzt verhältnismäßig und was nicht. Und hier werden ja Hygienekonzepte offenbar vorgelegt, die tragfähig sind. Und da müssen Einzelfallentscheidungen her. Und da wird man im Einzelfall möglicherweise auch beim Verwaltungsgericht, das wäre das zuständige Gericht für solche einstweiligen Verfügungen, für Klageverfahren, das wäre also der richtige Weg. Und da könnte man möglicherweise auf diesem zweiten Weg auch weiterkommen. Ja, also wir werden den Fall auf jeden Fall im Auge behalten. Wir kommen zu einem weiteren Thema, und zwar die Zuschauerin Kirstin Jeckel aus Berlin ist Musiklehrerin und hat eine Frage im Video. Ich betreibe die Musikschule Fröhlich in Berlin-Charlottenburg. Seit Corona ist es sehr, sehr schwierig für mich und auch meine Kollegen zu arbeiten. Leider Gottes haben inzwischen bei mir 2/3 meiner Schüler aufgrund der Tatsache, dass sie nicht mehr in der Schule unterrichtet werden können, aufgehört. Als dann die Schule wieder begann, haben dann meine Kollegen von der Schulbehörde ein Schreiben bekommen und dort stand in einem Nebensatz, dass wir nicht mehr in den Schulen arbeiten dürfen. Nicht etwa in Moabit oder Reinickendorf oder Spandau, alles Nachbarbezirke von Charlottenburg. Nein, wir dürfen nur in diesem Bezirk nicht arbeiten. Wer aber darf, ist die öffentliche Musikschule. Weder ich noch die andere Musikschule, noch die Computerschule, noch andere Drittanbieter werden das noch lange durchhalten. Wir sind am Ende. Ja, wirklich auch ein wirklich brisantes Problem. Arndt Kempkens, was sagen Sie dazu? Ich halte das für eine unsachgemäße Ungleichbehandlung. Das scheinen ja gleiche, vergleichbare Sachverhalte zu sein. Also wir haben ja einmal die städtischen Schulen, die ja noch wieder in die Schulen gehen dürfen, die städtischen Musikschulen und dort arbeiten dürfen und die privaten Schulen eben nicht. Das sind aber keine unterschiedlichen Sachverhalte. Und wenn es keine unterschiedlichen Sachverhalte sind, dann besteht ein Gleichbehandlungsgrundsatz und ein Gleichbehandlungsanspruch auch hier dieser Anbieter. Und darauf würde ich hier auch pochen. Also wie der Fall hier geschildert ist, halte ich das auf den ersten Blick eigentlich für nicht in Ordnung. Und da würde ich das einer genaueren Rechtsprüfung schon unterziehen wollen. Möglichkeiten hier natürlich an die zuständige Behörde Widersprüche einlegen und seine Argumente vortragen. Zweite Möglichkeit dann eben auch der Gerichtsweg. Aber da müsste man dann nochmal genau die Bescheide sich anschauen. Ja, also wirklich eigentlich ein einfaches Problem, aber doch irgendwie doch schwierig zu lösen. Wir haben eine weitere Zuschauerfrage, die kam von Thorsten Hamm. Ich komme aus Hessen. Wie sind hier die Regeln in einer Vereinswirtschaft, also einer Vereinsgaststätte? Das ist ja im Grunde genommen der private Bereich. Der ist also nicht von den öffentlichen Regeln erfasst. Das heißt, diese ganzen Öffentlichkeitsregelungen gelten für solche privaten Veranstaltungen nicht. Allerdings, wenn es hier zu Störungen kommt, beispielsweise zu Gefährdungspotenzialen, dann kann auch da die Polizei einschreiten. Also auch da bitte natürlich alle Regelungen einhalten, also Empfehlungen und Hygienekonzepte einhalten. Aber wenn das ein geschlossener Kreis ist, dann ist da nicht die Öffentlichkeit tangiert. Und dann haben wir hier die normalen privaten Regeln. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt hier eine Clubversammlung abhalte in quasi privatem Bereich, dann kann man das unproblematisch machen. Aber natürlich, klar, ich kann natürlich auch meine Vereinsgaststätte für die Öffentlichkeit öffnen. Das heißt, jeder von der Straße könnte da rein und vielleicht nach dem Spiel noch ein Bier trinken. Ist das dann auch noch ein geschlossener Raum? Nein, nein. Es geht ja immer um die Frage, hat da so eine unfeststellbare Personenzahl Zugangsmöglichkeiten. Also es geht immer um die Frage, wie viele Leute können da theoretisch hin und hat man immer Einfluss darauf. Es geht also nicht um die rechtliche Frage, wem gehört das? Ist das jetzt ein privates Grundstück oder ist es jetzt ein öffentliches Grundstück? Das ist nicht die Unterscheidungsfrage. Die Unterscheidungsfrage ist, kann sozusagen jeder einfach frei Zugriff
nehmen. Und wenn ich eine öffentliche, also eine private Gaststätte öffentlich betreibe, jeder kann dahin, dann müssen natürlich diese öffentlichen Regelungen eingehalten werden. Denn dadurch, dass ich sozusagen jeden reinlasse, eine unbestimmte Vielzahl von Personen, die natürlich zahlenmäßig dann wieder beschränkt sind, aber ich weiß nicht, wer kommt, dann gilt der Öffentlichkeitsgrundsatz und dann sind auch diese öffentlichen Regelungen unbedingt strikt einzuhalten. Wir kommen zur vorletzten Frage. Alex K. aus Düsseldorf. Wenn ich draußen Sport treibe, muss ich dann wirklich eine Maske tragen oder auch muss ich demnächst vielleicht, wenn ich jogge, vielleicht sogar eine Maske tragen? Das ist mir eine sehr sympathische Frage, weil ich auch fast jeden Tag joggen gehe, um mich so ein bisschen fit zu halten. Man muss grundsätzlich die Maske tragen in Gebieten, in Zonen, in denen die Maskenpflicht besteht. Und wir haben ja gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir ja eine ganze Reihe von solchen Zonen, gerade so um die innenstädtischen Bereiche, wo sich eben viele Menschen aufhalten. Und da muss ich auch durchjoggen. Da kann ich also nicht sagen, ihr müsst alle die Maske tragen, weil ihr ja hier spazieren geht und ich als Jogger nicht. Das geht nicht, sondern in den Zonen, in denen die Maskenpflicht besteht, besteht die Maskenpflicht auch für Jogger. Auch ganz wichtig. Und wir kommen zu unserer letzten Zuschauerfrage. Die kommt von Elli. Hat sie nur unter dem Namen Elli geschickt. Wenn ich Corona-positiv sein sollte, dürfen meine Kinder dann noch in die Schule oder in die Kita? Bitte das unbedingt mit der Kita und mit der Schule abstimmen. Da haben wir, örtlich wird das ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Wir erleben aber jetzt gerade in der letzten Zeit, dass quasi auch alle, die mit einer Corona-erkrankten Person direkt im häuslichen Zusammenleben eben zusammen sind, in einer Wohnung leben, dass die also auch Verfügungen bekommen, sich in Quarantäne zu begeben. Das erleben wir sehr häufig. Auf jeden Fall ist jeder verpflichtet, auch darüber zu informieren, weil man ja sonst ein Infektionsrisiko herstellt. Und wenn dann eine weitere Personenzahl gefährdet wird, dann kann man sich eventuell auch strafbar machen, wegen fahrlässiger Körperverletzung, wenn jemand angesteckt wird. Also ganz unabhängig von diesen behördlichen Kriterien muss man sehr darauf achten, dass man jetzt jeden schützt. Und in diesem ganz konkreten Fall bedeutet das, auf jeden Fall informieren und am besten in häusliche Quarantäne gehen, auch mit der Familie. Ob das vor Ort erforderlich ist, bitte mit der Einrichtung konkret abstimmen. Ja, das waren wichtige Tipps von Arne Kempkens aus Würzburg. Er hat dieses wundervolle Bild da perfekt positioniert. Und er ist im Urlaub und für uns natürlich trotzdem erreichbar. Und das freut mich wirklich sehr. Also vielen Dank, Arne Kempkens, und vielen Dank auch an die anderen Experten. Gerne. Jetzt bleibt mir noch die Zeit, Sie aufzurufen. Haben Sie weitere Fragen zu Corona? Fühlen Sie sich irgendwie ungerecht behandelt, weil vielleicht ein Konzern Ihnen übel mitspielt? Vielleicht haben Sie Probleme mit Ihrem Vermieter oder mit Ihrem Arbeitgeber? Dann schicken Sie uns Ihren Fall. Wir wollen Sie da beraten und wollen auch notfalls dann auch Bild kämpft für Sie einschalten, um für Sie alles rauszuholen, was da geht. Also schicken Sie Ihren Fall zum Beispiel als Handyvideo, wie das auch so viele Zuschauer in dieser Sendung gemacht haben, per WhatsApp an 0171 959 2211 oder Sie erreichen mich auch klassisch per E-Mail an sparfox@bild.de. Und vielleicht in der nächsten Sendung berichten wir schon über Ihren Fall und können Ihnen dann auch schon helfen. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Mit Ihnen klicken Sie dann wieder rein. Tschüss, sagt Ihr und euer Sparfox.